Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Pathfinder Kingmaker. Und wir können uns hier in Pause-Menü drehen, wie ich gerade entdeckt habe. Genau, und ja, man braucht mal auch ein bisschen was anderes. Ja, wenn man immer Disco Elysium spielt oder Stellaris, muss man auch mal sich Fantasy-mäßig bewegen. Und ich stehe ja auf Schwerter, das ist ja so. Ich liebe ja alles mit Waffen und Schwertern. Hier haben wir jetzt eine Bogenschützin. Ja, die hat einen langen Bogen, der macht Stichschaden, okay. Und sie hat aber auch einen Beil für alle Fälle, wenn mal die Leute nah rankommen. Okay. Und wir haben gesehen, es ist dermaßen kompliziert. Kompliziert nicht, ich möchte es jetzt nicht im negativen Sinne sagen, ganz und gar nicht im positiven Sinne. Wir haben eine Enzyklopädie mit Gottheiten, schaut es euch an. Das sind immer keine. Ja, ihr seht schon. Was Größeres, okay? Und wir werden nicht, ja, in jeder. Wir werden es nicht komplett durchlesen auf einmal. Das ist nicht möglich. Wir werden es nach und nach uns anschauen. Ja, die Magieschulen gibt es. Ne? Rettungswürfe, Zauber wirken. Ihr habt es gesehen, das ist unfassbar. Unfassbar. Wir machen ein bisschen, gucken wir mal nach der Story und tun uns dann nach und nach einarbeiten. Eine große Karte von Brevoy und seinen Nachbarn mit zahllosen kryptischen Markierungen und Notizen. Okay. Wir haben gerade dieses Gespräch hinter uns gebracht. Oder beziehungsweise unsere Aufgabe wurde uns gestellt. Was ist das für ein Knopf? Der rundenbasierte Modus. Okay, wollte ich gar nicht drücken. Ich wollte eigentlich ins Tagebuch. Hier, Lindsays Tagebuch. Okay, den Saal verlassen. Wir haben einen langen Weg vor uns und brauchen alle etwas Schlaf. Lady Jamandi war deshalb so gütig, in ihrem Anwesen für jeden von uns ein Schlafgemach vorzubereiten. Ich gebe zu, ich bin so aufgeregt, dass ich wohl kein Auge zumachen werde. Glücklicherweise hatte ich die Gelegenheit, mit der zukünftigen Heldin meines Buchs zu sprechen. Ich glaube, Weilin ist genau die Person, die ich gesucht habe. Jawohl, und das sind wir. Wir sind Weilin und ja, wir sind Weilin. Mal gucken, ob wir mit denen reden können. Unsere eigene Baronie, dafür lohnt es sich doch mal zu kämpfen. Ich finde das ganz toll. Ich bin das momentan noch gewohnt von Disco Elysium. Bei Disco Elysium war ich mir am Anfang nicht sicher, ja, ob die deutsche Übersetzung gut ist und ob das auch das Level halten kann. Disco Elysium konnte und kann noch das Level locker halten. Hier bei diesem Spiel weiß ich es nicht. Das kann man auch nicht mit Disco Elysium vergleichen. Das ist ein bisschen anders. Wie man anhand der Musik auch schon hier erkennt. Gell? Nein, wir werden das Gebiet nicht verlassen, darum geht's ja nicht. Gell? Ah, ist das cool. Soll das heißen, wir kommen hier ein bisschen schneller voran als bei Disco Elysium? Wäre ja cool, gell? Hätte ich jetzt auch kein Problem damit. Ich werde die Wachen für die Nacht verdoppeln. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Und was sagt Jamandi Aldori? Ruht euch etwas aus, bevor ihr aufbrecht. Ihr habt eine schwierige Reise vor euch. Okay, also wir sollen uns wohl ausruhen. Okay, dann werden wir uns mal ausruhen. Wo ruht man sich hier aus? Wahrscheinlich muss man hier wieder rausgehen. Nach draußen? Dann gehen wir nach draußen. Oh ja. Ich finde die Grafik cool. Den Grafikstil finde ich cool. Ja. Mir gefallen momentan die Waffen. Mir gefällt momentan alles. Ganz kurz, Moment. Es ist Winter. Ja, und ich muss die Heizung ein bisschen runterdrehen. Ich habe es doch ein bisschen übertrieben. Und da ruft auch schon jemand um Hilfe? Selbstverständlich. Oh je, Lindsay. Lindsay stürmt in dein Zimmer. Sie scheint Angst zu haben. Ihr Gesicht ist rußverschmiert und sie hält eine Waffe in der Hand. Was? Lindsay? Echt? Hilfe, Hilfe! Was ist denn hier los? Das Anwesen wird angegriffen. Wir müssen helfen. Oh mein Gott, einige Banditen sind eingebrochen und bringen alle um. Ich habe nur mit Mühe überlebt. Schnell, wir müssen den Wachen helfen, die Angreifer zurückzuschlagen, sonst werden sie uns alle töten. Oh Gott, gleichsam als Bestätigung von Lindsays Worten ertönt aus dem Gang ein Schrei. Wie sieht's aus? Hallo? Nice! Ihr geht nirgends hin. Kampf, okay. Allgemein, die Kämpfe finden in Echtzeit statt, aber du kannst das Spiel jederzeit pausieren, um die Lage zu beurteilen und deinen Gefährten Befehle zu erteilen. Um das Spiel zu pausieren oder die Pause zu beenden, drücke Space. Klicke einen Gegner an, um ihn anzugreifen.
Mit den Spieleinstellungen kannst du zwischen rundenbasierten und Echtzeitmodus umschalten. Cool, also rundenbasiert und Echtzeit finde ich irgendwie cool. Ich würde jetzt mal am Anfang, keine Ahnung, mal den Echtzeitmodus ausprobieren. Okay, Würfel. Der Großteil der Spielmechaniken beruht auf dem Rollenspielsystem Pathfinder, bei dem das Ergebnis von Aktionen durch Würfel bestimmt wird. Der meistbenutzte Würfel hat 20 Seiten, W20, und wird für Prüfungen und Angriffe benutzt. Initiative. Bei Kampfbeginn macht jeder Beteiligte einen Initiativewurf. Je höher die Initiative, desto früher kann der Charakter handeln. Initiativewerte werden im Kampflog angezeigt. Der Kampf ist in Runden unterteilt, die jeweils 6 Sekunden dauern. Oh, ich habe voll Lust drauf, Mann, das wird voll gut. Ja, das wird voll gut. Bei Disco Elysium finde ich es ja so abartig mega geil, ja, dass diese Würfel. Werte, die man da hat, dass die genau angezeigt werden, wie das beeinflusst wird. Was müssen wir würfeln? Was haben wir gewürfelt? Welche Boni, welche Mali kriegen wir? Ganz toll. Richtig gut. Und so gut erwarte ich es hier nicht. Aber ja, vielleicht können wir auch ein bisschen nachvollziehen. Angriffswurf. Ein Angriff ist der Versuch eines Charakters, einen Gegner zu treffen. Ach was. Das Resultat eines Angriffswurfs ist von mehreren Faktoren abhängig. Benutzten Waffen, die Attribute des Kämpfers und so weiter. Ein Angriff ist erfolgreich, wenn das Ergebnis des Angriffs größer oder gleich der Rüstungsklasse des Ziels ist. Okay. Schaden. Die verursachte Schadensmenge bei einem erfolgreichen Angriff hängt von den Werten der Waffe sowie von anderen Faktoren wie unterstützenden Zaubern ab. Angriffswürfe und Schadensmengen werden im Kampflog angezeigt. Okay, also es geht erstmal prinzipiell darum, ob wir ihn treffen, ob wir Schaden zufügen. Zweiter Bereich dann, wie viel Schaden wir zufügen. So scheint mir das jetzt. Habe ich das so verstanden, oder? Die Rüstungsklasse. Je höher die Rüstungsklasse eines Charakters ist, desto schwieriger ist es, ihn erfolgreich anzugreifen. Ja. Dabei werden verschiedene Faktoren wie Ausrüstungswerte, Geschicklichkeitsbonus, passive Fähigkeiten und so weiter kombiniert. Tutorial, ich möchte das Tutorial anzeigen. Ich möchte das hier sehen. Ey, und ich sag euch noch was, Leute. Ich habe gelernt, dass es für mich, ja, dermaßen viel mehr Spaß macht, wenn man sich für so ein Spiel viel Zeit lässt und sich es einfach im Detail und genau schön anschaut. Das macht richtig Spaß, das macht viel mehr. Wisst ihr, ich habe jahrelang Spiele gespielt immer, also wirklich, einfach nur geklickt, durchgerannt, zack, 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 die Aktionen erledigt, ja. Dabei kriegt man die Geschichte nicht richtig mit, dabei kriegt man die Spielmechanik nicht richtig mit, dabei verpasst man dermaßen viel, ja. Und ich finde das einfach toll und mir persönlich macht es viel mehr Spaß, sich das im Detail anzugucken. Jetzt nur ganz, ganz, ganz kurz ein mega krasses Beispiel. Spielt mal World of Warcraft, ja, und dann werden die allerwenigsten Spieler die Questtexte lesen. Sogar beim ersten Durchspielen werden die Questtexte nicht lesen, weil es darum nicht geht, um die Quest, sondern ums Endgame. Und ich finde, es gibt so viele Perlen in World of Warcraft, so viele tolle Geschichten, die dann kurz sind, ja. Und die besten, finde ich, die kamen mit dem Kataklysmus rein. Gerade, wo war es? Es war nicht Aratio, die Geschichte im Silberwald. Ja, im Silberwald auf Hordenseite. Nach dem Kataklysmus von World of Warcraft, der, ja, ist abartig gut und hat mich sogar zu Tränen gerührt beim ersten Durchspielen. Beim zweiten ein bisschen, beim dritten. Ja, kennt man es dann halt schon, gell? So, genug geredet. Silberwald, Horde, World of Warcraft, okay? Mehr sage ich nicht. Okay. Ihr geht nirgends hin. Okay, wir gehen nirgends hin. Wir, This will hurt. You should have run. Schießt sie jetzt echt mit dem. Oh mein Gott. Okay. Auf diese Entfernung hätte ich jetzt eigentlich auch dann mit dem Dolch geschossen. Ja, aber okay. Was hat er dabei? Der hat Kettenhemd und ein Dolch dabei. Oh. Das nehmen wir natürlich. Jetzt ist ein Kettenhemd für uns, glaube ich, nicht geeignet. Mal gucken. Also, ausgerüstet von Weili. Beschlagenes Leder, leichte Rüstung. Minus 1 Rüstungsmalus und 5 auf die Maximalgeschicklichkeit. Hier haben wir minus 2 Rüstungsmalus und Arkaner Zauberfehlschlagchance. Keine Ahnung. Und der Dolch. Okay. Ah, cool, hier steht auch dran. Diesen Gegenstand hast du an folgendem Ort entdeckt. Also da unten, gell? Jamandi Aldoris Anwesen. Das ist ja cool. Das finde ich jetzt mega gut. Ja. Aber ist nicht das vielleicht besser geeignet für uns? Leichter Schild und sowas? Eigentlich sind ja dann solche
Charaktere, wie wir sie haben, traditionell eher die Dolchkämpfer dann, oder? Ja, okay. Nein, wir lassen das so. Das passt schon. Oh Mann, Leute, ich habe da voll Lust drauf. Das wird richtig gut. Gehen wir mal die Jury hinaus. Was gibt's zu sehen? Hier sieht man sehr gut. Schaut euch das an. Nur ganz kurz. Das ist der Sichtkegel hier. Ja, da können wir nichts sehen. Jetzt können wir ums Eck rumgucken. Also, gerade in so Dingern wie dieses Schattenspiel, Shadows of, na, oder Kommandos. Wie heißt dieses Shadows-Spiel? Zwei Goldmünzen und Weihrauch. Ein wertvolles Luxusgut. Ein Händler würde viel dafür bezahlen. Sammeln wir ein. Shadow of, ihr wisst schon, das japanische Kommandos. Ja, fand ich persönlich jetzt, ich komme damit nicht so klar, aber gut. Was haben wir hier für ein Bild? Okay. Sind das hier Löwen? So eine Art Löwenverschnitt und ein Einhorn? Das letzte Einhorn. Oh, was haben wir hier? Der Fluch des alten Iobara. 14 Goldmünzen und alte Karte von Avistan. Nützlicher Haushaltsgegenstand. Okay, cool. Bücher. Da müssen wir uns mal auch Gedanken machen, wie wir das mit den Büchern machen. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir das doch mal in die Kommentare rein, ja? Wie wir das, also, wie machen wir das mit den Büchern? Und wie machen wir das mit der Enzyklopädie und dem Tagebuch und den Sachen? Ich würde ganz gern eigentlich jede Folge vielleicht oder jede zweite Folge eine Sache erklären. Oder wir machen Folgen, wo wir nur erklären, ja? Und die Sachen lesen. Sie haben jemanden geschnappt, die müssen helfen. Aber ich sage euch gleich, das wird dann auch für mich anstrengend, wenn ich so viel lesen soll. Ja, weil irgendwann ermüdet man dann. Deswegen sind da kleine Mengen vielleicht besser. Okay. Wir können die gar nicht steuern, wir können nur uns steuern. Und wir haben hier auch keine Fähigkeiten. Kommt nicht so vor, als hätten wir Fähigkeiten. Dann gehen wir auf ihn. Gut. Wir haben ihn erwischt. Sie können wieder schießen. You're just in time. A bit longer and I'd have been. I don't even want to think about it. Can you imagine what a terrible loss this would have been? But it's all right now. I'm safe, sound and unscathed, ready to lead you to victory. Okay, der Tartuccio, ihr kommt gerade rechtzeitig. Noch etwas länger und ich wäre. Oh, ich will gar nicht daran denken. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein schrecklicher Verlust das gewesen wäre? Aber jetzt ist alles bestens. Ich bin gesund und unversehrt und bereit, euch zum Sieg zu führen. Ja, Leute, sorry. Ich muss noch eine Sache, ganz kurze Sache sagen. Disco Elysium, ja. Da gibt es ab und zu dermaßen abgefahrene, mega gute Sprachausgabe. Das habe ich noch in keinem Spiel so erlebt. Richtig toll. Ihr müsst euch die Folge anschauen, von mir in der Bibliothek. Nee, im Buchladen und vor dem Bu am, Bu am Buchladen und im Buchladen, glaube ich. Und das kleine Mädel. Lady Jamond is holding the line in the banquet hall. You know, the one where she had us gathered before. We need to make our way to her. And along the way, we'll try to save some of these dummies who are supposed to accompany us to the stolen lands. Okay. Jedenfalls das kleine Mädel vor dem Buchladen ist dermaßen toll. Gesprochen, unfassbar. So. Lady Jamandi hält im Bankettsaal die Stellung. Ihr wisst schon, die Frau, die uns alle hier versammelt hat. Wir müssen uns zu ihr vorkämpfen und unterwegs werden wir einige dieser Dummköpfe retten, die uns in die Raublande begleiten sollen. Speaking of dummies, take this ring, quiet now, so that little fool doesn't hear us. She might try to steal it herself. It's magical. It'll protect you. You'll need it while you work to defend me. Apropos Dummköpfe, der Gnom wirft Lindsay einen Blick zu und flüstert etwas, während er sich einen Ring vom Finger zieht, um ihn dir zu reichen. Also schon mal ungewöhnlich, oder? Nehmt diesen Ring. Und sprecht leise, damit uns diese kleine Narre nicht hört. Sie könnte versuchen, ihn zu stehlen. Er ist magisch. Er wird euch beschützen. Ihr werdet ihn brauchen, wenn ihr mich verteidigt. Erhaltene Gegenstände. Tartuccios Geschenk. Okay. Jetzt, wo ist sein Geschenk? Was ist das für ein Ring? Um einen Gegenstand auszurüsten, klicke ihn doppelt an oder ziehe ihn in einen geeigneten Platz. Ja, ich glaube, das ist okay. Das müssen wir nicht weiter durchlesen. Doch, wir lesen es durch, weil da steht noch was anderes. Bewege deinen Mauszeiger über einen Gegenstand, um einen Tooltip mit Beschreibung, Werten und einem Vergleich mit aktuell an diesem Platz befindlicher Ausrüstung anzuzeigen. Genau, wobei mir jetzt gefallen hätte, wenn wir den Dolch hätten vergleichen können mit dem Waffenset an Platz 2. Aber okay.
Manche Gegenstände, vor allem Waffen und Rüstungen, erfordern einen Charakter, der mit diesem Gegenstandstyp auch umgehen kann, um ausgerüstet zu werden. Okay. So, was ist mit dem Ring? Tartuchos Geschenk. Dieser Ring gewährt dem Träger einen Bonus von plus 1 auf die Rüstungsklasse. Dies ist ein Ablenkungsbonus, der nicht mit den anderen, mit anderen Ablenkungsboni kumuliert wird. Okay, dann ziehen wir doch mal an, oder? Jetzt haben wir einen besseren Rüstungsbonus. Plus 1 auf die Rüstungsklasse. Wo steht denn unsere Rüstungsklasse? Rüstungsklasse 18. Ziehen wir aus. Rüstungsklasse, okay, Rüstungsklasse 17 auf dem falschen Fuß und so. Ah, und wir sehen auch die anderen in der Gruppe. Ja, voll gut, dann können wir das ja viel besser vergleichen gleich. Finde ich gut. Okay, jetzt Rüstungsklasse. Basiswert 10, aber wir haben 4 Geschicklichkeitsbonus, 1 durch Tartuchos Geschenk und die Rüstung beschlagenes Leder plus 3, kommen wir auf 18. Deine Rüstungsklasse gibt an, wie schwer es für einen Gegner ist, einen Treffer zu landen, der Schaden verursacht. Deine Rüstungsklasse errechnet sich wie folgt. 10 plus Rüstungsbonus plus Schildbonus plus Geschicklichkeitsmodifikator. Bitte beachte, dass deine Rüstung deinen Geschicklichkeitsbonus begrenzen kann. Wenn du also eine Rüstung trägst, ist es möglich, dass du nicht deinen gesamten Geschicklichkeitsbonus auf deine Rüstungsklasse anrechnen kannst. Okay, das heißt, je höher der Wert ist, desto besser, schwieriger ist uns zu treffen. Und das heißt, uns zu treffen ist relativ leicht. Und wir haben schon die leichte Rüstung an und Tartuchu, der muss ja quasi fast nackt rumlaufen. Wenn man es jetzt mal anguckt. Sonst gucken wir mal ganz kurz hin. Ja, genau. Muss, das sag ich ja, er muss fast nackt rumlaufen, er läuft auch nackt rum. Okay. Er hat eine leichte Armbrust. Okay. Was hat sie? Sie hat auch eine Armbrust. Sind das alles Armbrustträger hier? Sie hat auch eine Lederrüstung an und sie hat Shellins Umarmung. Lindsays Ring verhindert ihren Tod. Oh, und teleportiert sie in einen sicheren Ort, wenn sie im Kampf fällt. Ja, das ist ja richtig mächtig, oder? Das ist ja mega. Kann da ja gar nichts passieren. Okay, aber jetzt haben wir hier eine Sache gelesen, jetzt gehen wir weiter. Wir sammeln alles ein von den beiden. Was gibt's hier zu sehen? Gefährten. Also es gibt viel zu lesen, aber ich hoffe, das macht euch Spaß. Also ich find's mega gut. Deine Gruppe besteht nun aus mehreren Gefährten. Um einen einzelnen Charakter auszuwählen, klicke auf sein Porträt oder drücke die entsprechende Taste Alt 1 bis Alt 6. Um mehrere Charakter auf einmal auszuwählen und denselben Befehl zu erteilen, zeichne bei gedrückter linker Maustaste einen Rahmen um sie herum und um alle Charaktere auszudrücken, wähle Backspace. Okay, mal alle ausgewählt. Geben wir mal hier hin, was gibt's da? Da gibt es einen Kupferring. Ein wunderschönes Schmuckstück. Ein Händler würde viel Geld dafür bezahlen. Und 4 Gold, okay. Jetzt ne, drehen können wir das Bild nicht. Da wären wir von der Seite da reingekommen. Okay, jetzt gehen wir aber nochmal zurück. Weil, oder? Ich glaube, wenn wir nämlich hier runter gehen, da gibt es auch was zu sehen. Oder hier sind wir rausgekommen. Ja, da gibt es, schaut euch das an. Blutstein, ein funkelnder Edelstein. Ein Händler würde viel Geld bezahlen, noch ein Dolch, ein Langbogen haben wir schon und Goldmünzen. Okay. Cool. Was sind das für Bilder? Hier Essen und Trinken, sehr gut. Hier auch. Und das, was ist das? Okay. Tja, da hat wohl jemand Bilder vom Essen und Trinken gern. Jetzt würde ich sagen, wir gehen durch die Haupttür hier rein. Okay, und los geht's. So, was heißt das jetzt hier? Tartuchu macht was? Wir haben keine Fähigkeiten. Warum haben wir eigentlich keine Fertigkeiten und die haben Fertigkeiten? Findet ihr das okay? Egal. Was kann sie? Sie kann einen ohrenbetäubenden Schrei. Dauer, eine Runde, Benommenheit. Jawohl, Zeitaufwand. Du stößt einen mächtigen Schrei aus, den nur ein Ziel hören kann. Was? Den nur ein Ziel hören kann. Das Ziel ist dadurch eine Runde lang benommen und erleidet ein Würfel 6, ein W6 Schaden. Punkte Schallschaden für jeweils 2 weitere Zauberstufen, maximal 5 W6. Also die schreiben hier D6 Dice, aber wir sagen W.
Ein erfolgreicher Rettungswurf hebt den Benommenheit-Effekt auf und halbiert den Schaden. Okay. Leichte Wunden heilen, sehr gut. Er kann heilen. Legst du einer lebenden Kreatur die Hand auf, kanalisierst du positive Energie, die 1W6 Punkte Schaden und 1 Punkt pro Zauberstufe heilt, maximal plus 5. Da Untote durch negative Energie belebt werden, fügt ihnen dieser Zauber Schaden zu, anstatt sie zu heilen. Okay, Benommenheit. Dieser Zauber vernebelt den Verstand einer humanoiden Kreatur mit 4 oder weniger Trefferwürfen, wodurch diese keine Aktion ausführen kann. Humanoide Kreaturen mit 5 oder mehr Trefferwürfeln sind nicht betroffen. Na toll. Und was ist das hier? Lied des Mutes. Ein Barde der Stufe 1 kann mit seinen Auftritten seinen eigenen und den Mut seiner Verbündeten stärken, um sie vor Furchteffekten zu schützen und ihre Kampfkraft zu erhöhen. Ein Verbündeter muss den Auftritt des Barden dazu sehen können. Okay. Der Effekt gewährt Verbündeten einen Moralbonus von plus 1 auf Rettungswürfe gegen Furcht- und Bezaubern-Effekte sowie einen Kompetenzbonus von plus 1 auf Angriffs- und Waffenschadenswürfe. Okay? Auf Stufe 5 und nach jeweils 6 weiteren Bardenstufen erhöht sich dieser Bonus um 1 bis zu einem Maximalwert von plus 4 auf Stufe 17. Cool. Okay, dann würde ich doch mal sagen, die macht diesen Schallangriff, oder? Macht sie das jetzt? Haben wir richtig geklickt? Bin nicht ganz sicher. Ich hoffe doch mal. Der Tartuccio, der macht den Kältestrahl. Wir lesen nicht alles jetzt durch. Wir haben jetzt von ihr durchgelesen. Wir lesen das nächste Mal von ihm vor. Und dann lassen wir ihn mal machen. Okay. Gut, und wir schießen halt unseren Bogen. Oh Gott. Erweiterter Kampf. Zauber. Lindsay und Tartuccio können Zauber wirken. Um einen Zauber zu benutzen, klicke auf im Aktionsfeld oder im Zaubermenü auf sein Symbol und dann auf das Ziel, deinen Gefährten oder einen Gegner, abhängig vom gewünschten Effekt. Kleriker, Druiden, Kampfmagie, Paladine, Waldläufer und Magier bereiten ihre Kampfmagie. Müssen die auch Kampfmagier heißen? Ja, ich meine, klar, Magus. Okay, der Magus, Kampfmagie, dann passt es wieder. Ja. Also, das ist lateinisch. Wie heißt die Deklination? O-Deklination? Magus, Magie, Mago, Magum, Mago, Magie, Magorum, Magis, Magus, Magis. So wäre das, wenn man es jetzt dadurch deklinieren würde. Aber daher kommt es halt. Und deswegen ist dann Nominativ Plural ist dann Magie. Nur halt, falls es mal einen interessiert, warum das so heißt. Gell? So, der Charakter muss danach erst ruhen, bevor er sie erneut wirken kann. Barden, Inquisitoren und Hexenmeister können ihre Zauber mehrmals täglich einsetzen. Ja, hoffentlich. Verfügen aber über ein begrenztes Zauberrepertoire. Zauber haben verschiedene Eigenschaften wie Reichweite, Dauer, Schule und so weiter. Um alle Zauber anzuzeigen, die einem Charakter zur Verfügung stehen, öffne sein Zauberbuch, indem du B drückst. Erhält ein Charakter neue Zauber oder Attribute, erscheinen diese im obersten freien Platz des Aktionsfeldes. Bei spontanen Wirkern, sobald sie einen Zauber oder ein Attribut erhalten. Bei Zauberkundigen, die ihre Zauber vorbereiten müssen, sobald sie ihn erstmals vorbereiten. Okay, oh, ist das kompliziert, das ist schon viel. Entfernst du einen Zauber aus dem Aktionsfeld, wird er nicht mehr automatisch angezeigt. Na toll, also, das haben wir, es ist der Kreis, um den es gerade geht. Naja, jetzt geht's, ah ne, Spellbook, jetzt geht's um Ability, Fähigkeiten. Die meisten Charaktere haben benutzbare Fähigkeiten, die auf eine bestimmte Anzahl von Ladungen begrenzt sein können. Um eine Fähigkeit zu benutzen, klicke im Aktionsfeld oder im Menü Besondere Fähigkeiten auf ihr Symbol, dann auf ein Ziel. Du kannst einen Gefährten oder einen Gegner anvisieren, abhängig vom gewünschten Effekt. Manche Fähigkeiten erfordern kein Ziel oder können ein- und ausgeschaltet werden. Und der Gelegenheitsangriff, jetzt wird's interessant. Einige Aktionen in der Nähe eines bewaffneten Gegners können auch dann einen zusätzlichen Angriff auf deinen Charakter auslösen, wenn der Gegner nicht am Zug ist. Zu solchen Aktionen gehören unter anderem Zauber wirken, sich von einem Gegner entfernen und schießen mit Fernkampfwaffen. Okay, das möchte ich aber mal wissen. Hier ist unser Zauberbuch. Wir haben keine Zauber. Aber wo waren unsere Fähigkeiten? Wir haben doch bestimmt eine Fähigkeit, oder? Haben wir keine. Da, Fähigkeiten. Ja. Genau. Was haben wir? Sturmangriff. Speziell. Und die würde ich gern benutzen. Talente. Fähigkeiten. Speziell. Okay. Na gut. Lassen wir es mal und weiter geht's.
Kommt, Freunde, geht mal ein bisschen vor. Jawohl. Kältestrahl nicht getroffen, oh Gott. Jawohl. Gesundheit und Tod. Jeder Charakter hat eine bestimmte Anzahl von Trefferpunkten. Wenn die Trefferpunkte eines Charakters auf 0 absinken, wird er bewusstlos. Nach dem Kampf steht der Charakter auf und kann wieder gesteuert werden. Die Trefferpunkte eines Charakters können in den Negativbereich absinken. Einige negative Trefferpunkte überlebt ein Charakter. Entsprechend diese allerdings seinem Konstitutionswert stirbt er. Um ihn wieder zu beleben, benötigst du einen besonderen Zauber. Na toll. Um verlorene Trefferpunkte wiederherzustellen, kannst du Heilzauber und Heiltränke einsetzen oder ausruhen. Heiltränke können bei Händlern gekauft oder als Trophäen nach dem Kampf erbeutet werden. Heilzauber sind folgenden Klassen zugänglich. Barde, Druide, Kleriker, Inquisitor, Paladin und Waldläufer. Um verbrauchbare Gegenstände wie Schriftrollen, Tränke und Stäbe einzusetzen, öffne das Inventar eines Charakters und platziere sie in den Schnellzugriffsplätzen an seinem Gürtel. Okay. Gürtelbutton sagt, um diese Gegenstände zu benutzen. Im Inventarbildschirm kannst du verbrauchbare Gegenstände nicht verwenden. Okay. Ist das der Gürtel hier, oder? Nee, da können wir das zweite Waffenset wählen. Ah, oh, Leute. Kompliziert. Sorry. Kompliziert. Was haben die? Oh, die haben eine ganze Menge an Rum. Und die haben hier Trank, leichte Wunden heilen. Da werden wir jetzt alles benutzen. Nicht wahr? Jetzt Gürtel. Die hat gar keinen Gürtel. Vielleicht gibt es deswegen keinen Gürtel, weil sie keinen hat. Okay. Die haben ja alle keinen Gürtel. Doch. Das sieht doch nach einem Gürtel aus, ja. Trankschild des Glaubens. Trank leichte Wunden heilen. Und die hat eine Schriftrolle hier. Okay. Dann den Trank. Und er hat auch Tränke, weil leichte Wunden heilen. Perfekt. Und da mittelschwere Wunden heilen, das brauchen wir mal noch nicht. Okay, cool. Jetzt würde mich nur interessieren, wo der Gürtel wäre. Ah, Attribut. Akrobatik. Ah, okay, okay. Ja, muss man sich halt hier... Und Babybelt, genau, zur Gürtel. Okay, cool. Also hier sind die Fähigkeiten. Das müssten wir doch eigentlich hier was runterziehen können, oder? Nahkampfwaffe erforderlich, Nahkampfwaffe erforderlich. Stopp. Wir machen das mal weg. Jetzt... Moment. Verwenden wir mal das hier. Ja doch, dann würden wir das mal hier runterziehen, oder? Ah. Gebrechen behandeln. Defensiv kämpfen. Okay. Und da haben wir die Demoralisierung überzeugen. Gut, okay, aber wir gehen wieder auf Fernkampf. Ja, voll interessant, Mann. Voll gut, okay. Wieder ein Spielsystem begriffen. Alles klar. Jetzt muss ich ja mal einen Haken machen, ne? Alle Charaktere bitte kommen hierher. Was gibt's hier? Ah, hier sieht's auch schlecht aus. Und da haben wir, oh mein Gott, da haben wir aber eine Fellrüstung. Und einen schweren Streitkolben. Uiuiuiuiui. Gut, die Fellrüstung werden wir jetzt mal nicht benutzen, auf jeden Fall. Fürs Erste. Oh, die haben alle abgemetzelt. Und sogar diesen Ork-Krieger hier. Gibt es ja nicht. Armselig. Sie konnten sich nicht einmal selbst verteidigen. Dachten aber, sie könnten die Raublande unterwerfen. Okay. Und was haben wir hier? Da haben wir eine Tian-Cha-Tinte. Ein nützlicher Haushaltsgegenstand und 4 Gold. Okay. I'm there. Jetzt befinden wir uns hier im Küchenbereich. Ja, vielleicht gibt es da noch. Sind das Fische da drin? Tatsächlich, Forelle. Nehmen wir doch mal die Forelle mit, oder? Oh, hier Butter, oder? Ja, Butter. Geflügel. Brokkoli. Essbares Moos. So kann man es auch nennen. Für mich sieht es aus wie leckerer Brokkoli. Und der Kochalmanach der Inneren See. Die werden wir alle mal lesen nach und nach. Nicht jetzt. Wir haben die Folge genug gelesen. Die ist jetzt eh bald rum, die Folge. Also macht euch da keine Gedanken. Ein Silberring. Und 35 Geld. Sieht ja richtig klasse aus.
Okay, und jetzt an der Stelle, bevor wir hier die Türe durchgehen. Na, meine Lieben, ist die Folge rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist nicht zu zäh. Das wird auch anders, wenn wir mal richtig verstanden haben, wie das funktioniert. Gell? Man muss ja erstmal sich immer einlernen in diese neuen Sachen. Und ich wünsche euch viel Vergnügen. Lasst ein Like da, einen Kommentar und ein Abo. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es weitergeht. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.